Guten Abend. Nach dem Lesen Ihres Buches weiß ich ja gar nicht so recht. Sind Sie Schopenhauerianer oder sind Sie es nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin es eher nicht, weil ich immer eine persönliche Beziehung sowie zu anderen lebenden Menschen, eigentlich auch zu den Philosophen, die schon längst in die Grube gefahren sind, unterhalten habe. Und da ist mir der Sympathiefaktor eigentlich immer in die Quere gekommen. Und Schopenhauer hat ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr so ganz viel Sympathie bei mir genossen. Trotzdem musste ich eigentlich für mich immer Zähne knirschen, bis auf den heutigen Tag feststellen, wenn ein Philosoph recht hat, dann ist es, so steht zu befürchten, eben dieser Schopenhauer. Er selbst war davon ja eigentlich gnadenlos, unbeirrt davon überzeugt und hat dem ja auch überaus selbstbewusst Ausdruck verliehen. Aber ich höre sehr genau, was Sie gesagt haben. Sie erschrecken darüber, dass Schopenhauer recht hat. Es ist also kein gutes Zeichen, wenn er recht behält. Man kann das so sehen. Ich würde es vielleicht ein bisschen niedriger hängen, weil ich ja, wie ich vorhin gesagt habe, dass mein Zugang ein eher persönlicher ist und insofern vielleicht nicht maßgeblich. Andere haben einen anderen Zugang dazu. Was ist denn Ihr Zugang zu Schopenhauer, dieser persönliche? Ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit führt. Ich habe immer alle Philosophen so ein bisschen behandelt, als wären sie bei mir zu Gast. Und ich würde mich mit ihnen unterhalten bei einem Glas Wein oder einem anderen kräftigen Getränk. Und ich habe mich auch mit Biografien beschäftigt von Philosophen. Und der normale Ansatz auch beim Studium der Philosophie ist eigentlich immer umgekehrt. Auch an der Universität, wo ich war. Also man studiert die Werke, die ja nur sehr bedeutend sind und oft auch schwierig zu lesen. Und wenn man dann irgendwie noch Kraft genug hat, dann widmet man sich den dazugehörigen Biografien. Und bei mir war es umgekehrt, auch zum Entsetzen meines Professors. Das hat sich aber bis auf den heutigen Tag durchgehalten. Ich wollte immer erst wissen, wie haben diese Leute gelebt und warum haben sie so gelebt, dass sie das, was sie dann geschrieben haben, auch so schreiben konnten. Vielleicht ist das auch ein guter Ansatz für heute Abend, um diesen Pessimismus von Schopenhauer zu verstehen. Er muss schon sehr, sehr jung, mit 17 Jahren, sein erstes Schlüsselerlebnis gehabt haben, was so niederschmetternd war, dass das vieles Spätere vorbereitet hat. Was war das? Ja, das war diese Europa-Tournee, wenn man es etwas spöttisch sagen würde, zu der ihn sein Vater überredet hat, der ihn als Nachfolger im Geschäft haben wollte, was Schopenhauer, dem das eigentlich fremd war, nicht wollte. Und der Vater hat ihn dann geködert mit einer ausgedehnten Reise. Und im Zuge dieses Reiseabenteuers ist man dann in Toulouse, hat man eine Galeere besichtigt, wo Galeerensträflinge gehalten wurden. Im Hafen, ja. Und das hat den jungen, damals 17-jährigen Schopenhauer so negativ beeinflusst. Das hat er selber hinterher geschrieben. Insofern ist das sicherlich auch eine Deutung, die zulässig ist, dass er von Stund an eigentlich die Lehre seines Pessimismus, die er dann später also gekonnt ausgearbeitet hat, dort begründet gesehen hat. Also wenn Menschen, war sein damaliger Gedankengang, wenn Menschen dazu in der Lage sind, so miteinander umzugehen, dann kann es insgesamt mit diesem Geschlecht nicht sehr gut stehen. Ja, er muss sich auch sehr früh mit Buddha verglichen haben und einen Moment der Erkenntnis gehabt haben, dass das Leiden, der leidende Mensch, das bestimmende Moment im Leben ist. Das ist dieses Leiden, der Gedanke des Leidens ist dann daraus aus diesem Schlüsselerlebnis gewachsen und er hat eigentlich im Grunde ja jedes Jahr eigentlich dann so einen Rückblick auf sich selbst schon auch in jungen Jahren gehalten und hat dieses Schlüsselerlebnis eben als das für ihn maßgebliche charakterisiert. Er hat aber auch in einer anderen Aufzeichnung dann zugegeben, dass man im Grunde auch eine andere Wahl treffen kann, wenn die psychische Disposition eine ganz andere ist. Bei ihm war sie nun mal nicht so und er hat also viel Wut und Kraft dann auch im späteren Leben darauf gesetzt, dieser optimistischen Fraktion immer den Federhandschuh hinzuwerfen, den die gar nicht bereit war. Die hat er gehasst, ja, bis auf den eigentlich durchweg. Aber die Optimisten haben ihn, wie überhaupt die Philosophieprofessoren, haben ihn ja in lange Zeit gar nicht wahrgenommen.
Ja, was hat er denn für das zentrale Missverständnis des Optimismus gehalten? Die ganze Anschauung, wenn man in die Welt schaut, wenn man eben sieht, also mal von diesem Schlüsselerlebnis angefangen, wie Menschen sich quälen, zu welchen Boshaftigkeiten sie fähig sind, wie ein Leben ja relativ schnell abschnurrt, begleitet von einer Reihe trivialer Gedanken, die sich nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Und wenn man dann eben noch nimmt, also dass die Geburt bis hin zum erbärmlichen Tod, wenn wir alle dann dereinst in die Grube fahren, und zwischendrin wird getäuscht und gelogen und gequält. Das kann im Grunde alles Mögliche sein, aber sicherlich keine Rechtfertigung für Optimismus und auch keine Rechtfertigung für große, vom Leben abgehobene Vernunftprogramme. Er hat ja seine Philosophie als ein grundsätzlich neues System aufgefasst. Und das schaffen wir natürlich niemals in einer Stunde, dieses System zu durchdringen. Aber ich glaube, an einem zentralen Begriff kommen wir auf keinen Fall vorbei. Den müssen Sie uns erläutern, damit man ja so einen Angelhaken hat, um Schopenhauer auf die Spur zu kommen. Das ist der Begriff des Willens. Es gibt ja auch dieses wichtigste Buch von ihm, heißt Die Welt als Wille und Vorstellung. Und was ist das, dieser Wille? Der Wille ist die blinde, alles beherrschende Lebenskraft, die in jedem von uns, die im gesamten Tierreich, die überall eigentlich vorhanden ist. Der Wille ist aber auch sehr öffentlichkeitsscheu. Er arbeitet im Verborgenen, er regelt eigentlich auch diese Prozesse, auf die wir sehr, sehr stolz sind, die Bewusstseinsprozesse, diese Vernunftleistungen, zu denen wir uns gelegentlich, wenn wir Glück haben, aufschwingen. Die sind im Grunde an der langen Leine des Willens nur möglich. Was will denn dieser Wille? Der Wille will eigentlich im Grunde, wenn man so will, eigentlich nur leben. Und wie gelebt wird, ist ihm eigentlich egal. Der Mensch ist nun, das kann man als Schopenhauer hat es so gesehen, als eine zusätzliche Form von Qual eigentlich einstufen, ist im Lauf seiner Geschichte zu einem Vernunfttier geworden. Und die Vernunft hat nach Schopenhauers Meinung also ihn immer mehr in eine falsche Richtung geleitet. Das heißt, er rechnet der Vernunft Leistungen zu, die sie im Grunde eigentlich nur unter Lizenz des Willens abzugeben imstande ist. Also ich verstehe das so, der Wille will fressen, saufen, Sex. Ja, das kann man so sagen. Das hätte Schopenhauer vielleicht eine Spur vornehmer ausgedrückt? Nicht vielleicht vornehmer, es gibt von ihm ja auch also durchaus derbe Worte, also zum Beispiel nur die eigenen Gedanken zählen, fremde Gedanken sind geschissene Scheiße. Dazu hat er sich gelegentlich auch hinreißen lassen und hat es sogar aufgeschrieben. Also es war jetzt nicht nur im Selbstgespräch in den eigenen vier Wänden, sondern das ist durchaus auch bei ihm gewesen. Aber normalerweise hat er sich etwas vornehmer und gelegentlich auch etwas gewundener ausgedrückt. Ja. Aber das, was Sie gesagt haben, ist tatsächlich dieses Programm, das wir auch mehr oder weniger verschämt bedienen. Ja, und dann habe ich Sie richtig verstanden, wenn es diesen Willen gibt, dann ist unsere Vernunft, die wir so hoch schätzen, eigentlich nur dazu da, dem Willen zur Durchsetzung zu verhelfen? Es ist so, das ist ja sogar Schopenhauers großer Antipode, Hegel spricht ja auch gelegentlich von der List der Vernunft. Dass diese List sozusagen noch einen zweiten Urheber hat, dass nämlich der Wille dieser Urheber ist, ist eine zusätzliche Schwierigkeit, die aber, wenn man eben sich in die Schopenhauersche Lehre vertieft, dann auch etwas frappierend Einfaches hat. Das heißt, wenn wir uns selber beim Leben zuschauen, dann merken wir ja, dass das also im Grunde sehr vitale Prozesse sind, die uns durch die Tage und Nächte treiben. Und wenn wir uns gelegentlich, wenn uns das vergönnt ist, zu Höhenflügen aufschwingen der Vernunft oder der dichterischen Fantasie, der Poesie, der Künste überhaupt, dann ist das sehr schön, auch erlaubt im Sinne von Schopenhauer, der den Künsten sehr viel zugetraut hat. Man darf aber eben nicht vergessen, dass sie im Grunde abhängig Beschäftigte sind. Abhängig beschäftigt vom Willen. Ja. Der ist der Chef. Der ist der Chef und der lässt auch mit sich nicht mit sich reden und
hat auch gegen Betriebsräte und ähnliches, Mitbestimmung und so weiter eigentlich viel einzuwenden. Sagt das aber nicht, weil er im Grunde ein Autokrat ist. Ja, irgendwo steht bei Ihnen, wenn Sie versuchen, die Perspektive von Schopenhauer auf die Menschen und auf die Welt zu beschreiben, der Satz, er blickt von oben in dieses wimmelnde Getümmel. Als ob er selber gar nicht beteiligt wäre, in diesem Hamsterrad des Willens zu laufen? Schopenhauer hat ja die Gunst gehabt, eine sehr privilegierte Existenz zu führen. Also er hat in einer Wohnung gewohnt, die mit dem schönen Namen Schöne Aussicht hatte. Und er hat also selbst zu den Revolutionsunruhen in den letzten Jahren seines Lebens eigentlich also einen Platz am Fenster gehabt und konnte dem zusehen. Er konnte schimpfen von dort aus. Und hat also in diesem Gewimmel der Menschen, was von da an ja auch immer mehr wurde, eigentlich seine Lehre auf das Feinste und eigentlich im Grunde auch auf das Behaglichste bestätigt gesehen. Wenn er selber in diesen Lebenskämpfe in einer Art und Weise mit verstrickt gewesen wäre, die ihn froh gemacht hätten, wenn er eben den nächsten Tag unbeschadet übersteht, wenn er finanzielle Möglichkeiten nicht dieser Art gehabt hätte, sondern ärmlich hätte leben müssen, dann wäre das wahrscheinlich auch etwas anders ausgefallen. So hat er aber im Grunde überall, wo er hingeschaut hat, feine Belege für seine Lehre gefunden, die lange Zeit eben als solche auch nicht wahrgenommen wurde, was ihn fürchterlich geärgert hat und ihn immer noch mal an Tonfall etwas schärfer hat zulegen lassen. Jetzt haben Sie gesagt, dass er behaglich zugeschaut hat. Heißt das, und jetzt kommen wir zu den Konsequenzen dieses verheerenden Menschenbildes, das Schopenhauer gepflegt hat, heißt das, dass man sich in dieser rabenschwarzen, pessimistischen Weltsicht behaglich einrichten kann? Dass das eine ganz nette Position ist? Man kann das, aber Schopenhauer selbst hat im Laufe seines Lebens dann auch wohl ein gewisses, vielleicht nicht so ganz für sich selbst ausgesprochenes Unbehagen an diesem Lebensentwurf gespürt. Und ich habe das versucht in meinem Buch zu zeigen, dass die versöhnlichen Töne, wenn man so will, im Lauf der Zeit deutlicher vernehmbar sind. Und er hat eine Tugend gehabt, die er geradezu mit Tränen der Rührung ständig gefeiert hat. Das ist eben die Tugend des Mitleids, die Großherzigkeit, also der Charakter, der uns einnimmt von einem Menschen, ob der nun in irgendeiner Form sonst anziehend ist oder nicht. Er hat das Herz, wie er sagt, immer höher eingeschätzt als den Kopf, was für ihn selbst, also auch wenn man die ganzen Zeitzeugnisse der Kollegen und Anhänger und Jünger um ihn herum beim Wort nimmt, also nur bedingt gegolten hat. Vielleicht war das auch dann so ein bisschen ein Sehnsuchtsentwurf, dass er selber nicht unbedingt, also eben diese Sympathien, die ein großes Herz weckt, geschafft hat, auch für sich zu mobilisieren. Das war jetzt ein Umweg, um zu unserem Thema Schopenhauer und die Altersweisheit zu kommen, denn ich glaube, das muss man verstehen. Ich hatte übrigens den Eindruck, nachdem Sie das jetzt erzählt haben, dass er selber schon kaum 20 mit diesen Erlebnissen im Kopf fast wie ein alter Mann geschrieben und gedacht hat. Das wirkt so, das ist früh vergreist. Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich hatte auch immer, ich glaube, in Schopenhauer-Kreisen sieht man das nicht so, weil er ja dann auch die übliche Entwicklung, die ein Philosoph nimmt, genommen hat. Und man kann das ja dann in den biografischen Werkstationen also nachlesen. Ich meine aber, dass es tatsächlich so ist, wie Sie gesagt haben. Also er war, deswegen habe ich ja auch diesen etwas zweifelhaften Untertitel, die Erfindung der Altersweisheit, ihm zugeordnet. Er hat auch in jungen Jahren schon diese, ich sag's mal vorsichtig, die Reife dieser Philosophie vor sich hergetragen, also getragen eben auch von einem immer vorhandenen, unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Ich habe insofern eine persönliche Beziehung, fällt mir bei der Gelegenheit nur ein, weil ich zum Entsetzen von Freunden und Kommilitonen und auch mancher Freundin in frühen Jahren einen ähnlichen Tonfall
an den Tag gelegt habe. Also auch in Maßen. Dieses wenn, Abgeklärte. Auch dieses Altersweise hatte. Ich habe die Leute dann fürchterlich genervt und habe gesagt, dieser Tag, den wir dann abends beim Wein aus der Hand geben, er wird nie wiederkommen. Das ist jetzt kein besonders origineller Gedanke, aber es reicht schon, um junge Leute also irgendwie skeptisch, zu Recht sehr skeptisch gucken zu lassen, denn das erwartet man nicht von den Jungen, von der Jugend. Im Gegenteil, das ist die Zukunft liegt unendlich weit vor einem und man hat Träume und Hoffnungen. Bei Schopenhauer scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Ich muss sehr vorsichtig sein. Er ist eben auch sehr zu Leidenschaften und Liebeshändeln in der Lage gewesen. So ganz altersweise hat er zumindest nicht durchgehend immer gelebt. Machen wir es so, dass wir hören, was unsere Hörerinnen und Hörer beizutragen haben. Und dann können Sie das ja ergänzen und werden die Vorstellung von Altersweisheit im schopenhauerschen Sinne da vielleicht herausdestillieren. 0800 567 83 mal die 5, wenn Sie anrufen wollen. Wir fangen mit den Mails an. An philo@wdr.de hat zum Beispiel Jana McLean geschrieben, 26 Jahre, Maschinenbaustudentin aus Hannover, damit wir auch wissen, dass es nicht die Altersweisheit ist, die hier spricht. Sie schreibt, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen unter Altersweisheit Weisheit durch zunehmende Erfahrung verstehen. Dann stellt sich aber die Frage, was genau wir unter Erfahrungen verstehen. Ich denke, dass diese einem nicht einfach zustoßen, sondern dass sie eine aktive Beteiligung des Menschen erfordern. Dazu gehört zunächst die Suche, dann die aufmerksame Beobachtung sowie der nie endende Vergleich und die stets zu erneuernde Bewertung des Erlebten. Die entscheidende Weichenstellung zwischen der Suche nach wirklichen Erfahrungen oder einem überwiegend passiven Leben scheint sich aber sehr stark beim Übergang von der Jugend zum Erwachsenenalter zu vollziehen. Also genau da, wo Schopenhauer ausgestiegen ist aus der Erfahrung, oder? Ja. Kann etwas, das man vorher nicht ausgesprochen aufmerksam und aus einer offenen, nachdenklichen Grundhaltung heraus wahrgenommen hat, in der Rückschau überhaupt noch zu einer Erfahrung verarbeitet werden? Wird die Frage verneint, so kann wohl jemand, der mit 20 das aktive Erfahren nicht lernt, mit 40 kaum zur Weisheit kommen, schreibt Jana McLean. Das ist sehr, sehr gut formuliert, sehr differenziert gedacht. Ich möchte mal mit dem Ende anfangen. Also ich weigere mich also dann zu sagen, dass jemand, der mit 40 immer noch nicht lernfähig ist, nicht vielleicht mit 45 die Möglichkeit hat, vielleicht auch wiederum durch ein spätes Schlüsselerlebnis, auf einmal zu einer Form von Weisheit zu kommen, die man dann eben als Altersweisheit oder ähnliches, vielleicht aber auch nur als einen Schuss an zusätzlichem Selbstbewusstsein im Zusammenhang mit Erfahrung bezeichnen kann. Das ist, glaube ich, immer möglich. Von Schopenhauer her muss man sagen, er hat, was ich auch eigentlich einen sehr faszinierenden und einleuchtenden Gedanken finde, obwohl er also von heutigen Wissenschaftlern also vehement eigentlich abgelehnt wird, er hat diesen nahezu unverwechselbaren Kern in uns. Also, dass wir also nicht nur Charakterköpfe oder Charakterschweine sind, sondern dass wir einen unzerstörbaren Kern in uns haben, der sich durch die Zeiten nicht ändert. Um diesen Kern herum können sehr wohl und sollten, bitteschön, auch Erfahrungs- und Lernprozesse stattfinden. Aber das ist eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Menschenverbesserungsprogrammen. Das ist eine grundsätzliche Skepsis und widerspricht eben auch also neueren neurophysiologischen Forschungen, die uns also so als eine Art Durchlauferhitzer bezeichnen und auch das Ich als Chimäre eigentlich ansehen. Schopenhauer ist eben der Meinung und wurde dann auch zeitweilig heftig, wenn man ihm das bestritten hat, dass der Kern des Menschen unverrückbar ist. Und er hat eben diese Beispiele dafür gefunden, dass wir die Leute wiedererkennen. Also selbst wenn sie äußerlich auf das Fürchterlichste geschrumpft sein mögen und dann ist irgendetwas eine Stimmnuance. Der Blick, mit dem hat es Schopenhauer besonders gehabt, in dem Blick erkennen wir den jungen Mann wieder, den wir eben eine Ewigkeit nicht gesehen haben. Und dahinter wohnt dann auch, wenn man gewillt ist, daran zu glauben, auch so etwas wie die Seele.
Nun haben wir ja vorhin in dieser Mail die beiden Lebensabschnitte 20 und 40 vorgeführt bekommen, mit der These, was man mit 20 nicht durch aktive Beobachtung, durch Mittun beiträgt, das wird ganz gewiss auch mit 40 fehlen. Bei Schopenhauer gibt es auch eine Einteilung nach Lebensepochen und nach Notwendigkeiten in bestimmten Lebensphasen. Also er war der Meinung, dass man spätestens ab dem 30. Lebensjahr eigentlich alles hinter sich hat. Also was an produktiven Gedanken, an Werken, speziell eben philosophischen, künstlerischen Dingen sich ausgedacht hat. Wenn man es bis dahin nicht geschafft hat, dann schafft man es nimmer mehr. Das ist etwas, was ich nie so ganz begreifen wollte. Konnte vielleicht schon, aber eben nicht wollte, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass das Leben doch mehr ein offener Prozess ist, als manche Philosophen eben es für möglich gehalten haben. Und Schlüsselerlebnisse dieser Art, wie er sie mit 17 hatte, die gibt es erfreulicherweise auch in höherem Alter, sodass der Durchbruch zu einer Weisheitsform immer möglich ist. Solange eben unsere Vernunftleistungen mitspielen und der Wille uns nach wie vor abhängig beschäftigt hält. Anna Joro ist 22, studiert ebenfalls Naturwissenschaften und sie schreibt an philo@wdr.de, es ist bestimmt keine Konstante, die Altersweisheit, die ab einem gewissen Alter dazu addiert werden kann. Jedoch haben viele ältere Menschen das Glück, sie zu erfahren. Diese als Weisheit bezeichnete Charakteristik ist, so glaube ich, nur das korrekte Gefühl über das Wissen, ohne Urteil, ohne Personalisierung, ohne Hoffnung und mit der Erfahrung, dass sich durch das erworbene Wissen nie irgendetwas ändern wird, nur die subjektive Empfindung. Die Weisheit ist demnach der Beginn der natürlichen Bescheidenheit und das Ende des Kampfes um den Erwerb einer wichtigen Position einer selbst in der Welt. Das ist auch wiederum sehr schön gesagt. Weisheit hat tatsächlich dann auch mit einem zumindest vorübergehenden Ruhepunkt in dem eigenen Lebensstrom zu tun. Wann man diesen Ruhepunkt erreicht und bereit ist, eben dann auch die Summe der Erfahrungen zu ziehen, die man bis dahin gemacht hat, das ist, bleibt durchaus offen. Das kann man, wie gesagt, auch in jungen Jahren oder in jüngeren Jahren schon tun. Mhm. Die Altersweisheit, die sich eben so als Begriff dann bis heute wacker durchgehalten hat, hat eigentlich eben, ein schreckliches Wort, wenn man eigentlich das mal sagen schon, darf. Eigentlich schon, ja. Aber nun haben wir sie mal und jetzt bleiben wir heute, zumindest heute Abend auch dabei. Die Altersweisheit hat dann eben tatsächlich einen kleinen, sehr bescheidenen und Vorteil, für den man sich dann im wahrsten Sinn des Wortes nichts kaufen kann. Es ist zunehmende Erfahrung, die man mit in die Betrachtung von Gott und der Welt und vor allen Dingen auch von sich selbst mit einbringen kann. Vielmehr ist es eigentlich nicht. Also aber das als Ende des Kampfes zu beschreiben, so wie Anna Joro das getan hat, das ist doch sehr schopenhauerisch gedacht. Ja, das ist eigentlich eine schöne Formulierung, aber der Kampf geht, finde ich, also es ist meine Meinung, es ist nicht unbedingt Schopenhauers Meinung, aber der Kampf sollte immer weitergehen. Also wenn man irgendwann tatsächlich also diese Fiktion des Altersweisen, die Dinge nur noch an sich vorbeiziehen lassenden Menschen also mit Leben ausgestaltet, dann ist das Ende, glaube ich, auch nicht mehr so ganz schrecklich weit entfernt. Also man sollte durchaus noch, und sei es nur theoretisch, bereit sein zu kämpfen und sich zu reiben, sei es an Optimisten, Pessimisten, an Leuten, die man schon immer nicht leiden konnte. Schließen wir, was Anna Joro angeht, mit den beiden offenen Fragen am Ende ihrer Mail. Wieso erst im Alter, fragt sie. Und zweitens, ist Weisheit immer positiv? Also Weisheit ist als Begriff zumindest von uns positiv besetzt. Also wenn man sie dann abfragt oder wenn man irgendwie vielleicht mal einen Weisheitstüff machen würde, würde herauskommen, dass das unter Umständen gar nicht, also weder so besonders positiv noch so arg tragfähig ist. Das ist die eine Seite. Die andere Frage, die vorher war. Wieso erst im Alter?
Ja, wieso erst im Alter? Das ist das, was eben dieses, was Sie eben als nicht so schönes Wort Altersweisheit bezeichnet haben. Das hat sich durchgehalten. Wir verbinden mit dem Alter eben diesen, ob er nun vorhanden ist oder nicht, diesen späten Zuschuss an Weisheit, den man erreichen kann, eben durch den Vorsprung der Jahre, die er dann aber auch im Grunde Wodurch sieht der gereifte Mann, habe ich mir von Schopenhauer aus Ihrem Buch notiert, wodurch sieht der gereifte Mann die Welt anders als der Jüngling? Durch Unbefangenheit. Das hat mich gewundert. Was meint er mit dieser Unbefangenheit, Schopenhauer? Die Unbefangenheit heißt, dass man im Grunde, wenn man das Leben jetzt einem Kreisgang vergleicht, man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man schon mal gewesen ist, dann hat man diesen Weg zurückgelegt, an Erfahrung auf diesem Kreisgang einiges für sich gewonnen, erreicht aber im Zuge dieses Ältergewordenseins einen Punkt, wo das alles also nicht mehr dieses Gewicht hat, was man ihm in der Jugend, in den schwungvollen Jahren noch mitgegeben hat. Und man kann also eine gewisse Illusionsfreiheit sich selber zuschreiben, im Grunde eben diese Unbefangenheit, die man dann hat, wenn es denn gut läuft. Also nicht jeder ist dazu in der Lage. Friedhelm Harms hat das so formuliert: Wenn der Kampf ums Überleben nicht mehr bedrohlich wirkt, wenn die Sorgen um die täglichen Erfordernisse des Lebens zurücktreten, wenn die Frage nach dem eigenen Glück ersetzt wird durch Überlegungen wie, was gebe ich meinen Kindern mit als Summe meines Lebens, wenn aus dem Selbstbewusstsein im Hier und Jetzt ein Verständnis der eigenen Stellung in einer scheinbar unendlichen Reihe von Söhnen und Vätern, von Großvätern und Urgroßvätern wird. Natürlich gilt, schreibt er unten, auch dies für die Reihe der Töchter und Mütter, der Großmütter und Urgroßmütter. Wenn Glück bedeutet, ein ganzes Leben geschenkt bekommen zu haben und man mit etwas Glück Leben geschenkt hat. Wenn Befriedigung nicht mehr durch Verfolgen von Zielen gewonnen wird, dann beginnt die Zeit der Altersweisheit. Vielleicht lässt es sich sagen, vielleicht aber auch nicht. Aber bestimmt ist es ganz gut, nicht zu wissen, ob man es so sagen kann oder auch nicht. Das ist raffinierter Schluss von Friedhelm Harms. Ja, das ist wohl wahr, dass, wie so vieles andere gut ist, dass wir eben nicht wissen. Das ist also viel wohltuender für uns, viele Dinge eben nicht zu wissen. Vor allen Dingen mit Blick voraus auf das Ende, das uns ja irgendwann droht. Die Altersweisheit, die man Schopenhauer zuschreiben kann, hat eben tatsächlich damit zu tun, mit diesem Innehalten, mit diesem Ruhepunkt, und das eben auf der Basis eines geregelten und durchaus komfortabel ausgestatteten Lebens. Also wir haben jetzt doch eine ganz heftige Schlagseite, dadurch, dass wir über den Willen gesprochen haben, was man alles tun muss, um diesen Willen tot zu kriegen, damit man nicht mehr ständig wollen will. Und das müsste eigentlich Optimisten herausfordern, diesem Schopenhauer was entgegenzusetzen. Wenn Sie Lust haben, sich zu melden, 0800 5678 und dreimal die 5 oder philo@wdr.de. Nach der Musik reden wir weiter. Otto A. Böhmer ist heute zu Gast im Philosophischen Radio auf WDR 5. Wir sprechen übrigens auch anlässlich des 150. Todesjahres von Arthur Schopenhauer über seinen Begriff von Altersweisheit. Bisher haben wir eher jugendliche Stimmen gehört. Jetzt wollen wir mal Walter Skorzig zitieren aus Recklinghausen. Er schreibt: Im 81. Lebensjahr befindlich kann ich auf ein vervollkommnetes Leben zurückschauen, das in seiner zweiten Hälfte auf individuelle Weise in das hineinführte, was ich Lebensglück nennen kann. Mit Noberto Bobbio möchte ich sagen, die Zeit meines Alterns ist die Vergangenheit. Der große Reichtum des alten Menschen liegt in der wunderbaren Welt der Erinnerungen, einer unerschöpflichen Quelle an Gedanken über uns selbst, über das Universum, in dem wir gelebt haben, über die Menschen und die Ereignisse auf unserem Lebensweg, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Mit Montaigne würde ich sagen, ich wollte doch weiter nichts als mich selbst entdecken, wie ich bin, und bin morgen vielleicht schon ein anderer. Ja, das ist, klingt sehr schön. Schopenhauer würde sagen, ich wünsche viel, viel Gutes auch für die restlichen Jahre, aber ein anderer
bist du wahrscheinlich nicht, denn das kannst du gar nicht. Weil wir hatten schon drüber gesprochen, tief im Inneren dieser zähe Kern unserer Selbst ist, der gut ist, auch für den täglichen Umgang, denn wir brauchen Identitäten, wir brauchen Berechenbarkeit im Umgang. Das ist auch ein Vorteil des Ganzen, was nichts daran ändert, dass die Illusionen, die sich darum ranken, sich verändern zu können, also die Höhenflüge der Gedanken anzutreten, auch dem verführerischen Zuspruch der noch funktionierenden Erinnerung zu lauschen, dass das natürlich wunderbar ist. Und wir, solange wir dann also eben auch mit der entsprechenden Gesundheit, die dazu erforderlich ist, gesegnet sind, uns eigentlich nichts Schöneres als diesen Zeitvertreib der Tagträume wünschen können. Aber es ist auch etwas, was eben ein sehr brüchiges Glück, wenn es denn überhaupt Glück ist und so als Glück zu bezeichnen ist, signalisiert. Ja, das hätte ich auch gedacht, dass Sie mit dem Einwand kommen, dass man die Zeit des Alterns, so wie Walter Skorczyk das gemacht hat, als die Vergangenheit beschreibt, weil Sie Schopenhauer nicht als Vergangenheitisten beschreiben in Ihrem Buch, sondern als Gegenwartisten. Ja, das ist, glaube ich, auch sehr insofern wichtig. Also zum einen gibt es keinen, meines bescheidenen Wissens nach, keinen Philosophen, der so entschieden und ausschließlich eigentlich auf Gegenwart setzt wie Schopenhauer. Und das ihm pointiert, indem er, also es unendlich viele Bemerkungen bei ihm eigentlich gibt, die die Gegenwart feiern, mit der er, wie wir wissen, also keineswegs zufrieden war. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Kann der Rückblick gefährlich sein? Der kann sehr gefährlich sein. Das wissen wir auch selbst, wenn man sich zu sehr in Erinnerungen einhaust. Mal abgesehen davon, dass Erinnerungen also eine sehr trügerische Sprache sprechen. Also in der Regel ist alles ganz anders gewesen, als die Erinnerungen uns das mitzuteilen belieben. Wir sind, wenn es extrem verläuft, dann auch in irgendeiner Form nicht mehr gegenwartstauglich. Dabei ist die Gegenwart das, was uns am Leben erhält. In der Vergangenheit hat kein Mensch gelebt und in der Zukunft wird keiner leben, hat Schopenhauer wiederholt gesagt. Nur die Gegenwart zählt. Also das heißt, der Blick in die Vergangenheit mag verführerisch sein. Ist erlaubt, ist sehr schön. Der in die Zukunft völlig unerheblich. Bringt nicht viel. Also merkt man ja auch selbst so im Normalen, dann muss man kein Philosoph sein, dass man also in der Regel oft die Erfahrung macht, dass also erstens alles anders kommt, zweitens als man denkt und die Zukunft, also wie schon Schopenhauers großer Gegner Hegel gesagt hat, also ein leeres, flatterndes Blatt ist. Irgendwann wird darauf geschrieben, aber dann ist es auch wieder Gegenwart. Also insofern sind diese ganzen Modelle, an die wir uns auch heute halten, also aus schopenhauerischer Sicht sowieso relativ nichtssagend. Also dieser Gegenwartismus, wie Sie das nennen, ist das die Spur, die dann zu dieser berühmten schopenhauerischen Gelassenheit führt? Ich glaube schon. Das ist auch, also wenn man es jetzt etwas überspitzt sagen würde, die eigentliche Tür zur Altersweisheit. Also ist, wo man sich dann auf einmal in aller Deutlichkeit und Schmerzlichkeit auch klar machen muss und klar macht, dass es eben nur diesen gegenwärtigen Moment gibt, der dann sofort von einem anderen abgelöst wird. Der sinkt dann eben in die sogenannte Vergangenheit ab, die Zukunft zählt nicht, umso mehr muss man sich eben mit dieser Gegenwart beschäftigen. Und es gibt eben da entsprechende Zitate von Schopenhauer, die zeigen, dass er selbst das auch so gesehen hat und eben das dann auch daraus für sich saugt, was wir selber auch heute noch daraus gewinnen können, eben Gelassenheit und Heiterkeit. Wenn wir froh und dankbar sind über diese mehr oder weniger gelungenen Momente, die uns noch vielleicht beschieden sind, dann kann es eigentlich, wenn man die entsprechende Weltsicht hat, kaum etwas Zufriedenstellenderes geben als das Auskosten dieser Momente. Ja, aber das kann man ja auf sehr verschiedene Art tun. Das kann man. Ich würde denken, bei vielen stellt sich das Bild ein, wenn es um Heiterkeit geht, dass viele am Tisch sitzen, dass sie fröhlich miteinander sind, dass sie lachen,
dass man sich gut versteht und austauscht. Also eher der gesellige Pfad. Und da muss man doch sagen, das war jetzt nicht unbedingt Schopenhauers Ding, dass er im Kuhstall, wo es so schön warm ist, da ist der Mensch am besten aufgehoben. Nein, das ist richtig. Also das hat ihn eigentlich mit Grausen erfüllt. Also auch diese Massenansammlung oder ganz schlimm waren, also tabakrauchende und kartenspielende Leute, die dann also laut wurden, wenn die entsprechenden Getränke eben auch ungehemmt zugeführt wurden. Das war nicht sein Ding, obwohl er sich selber ganz gerne eigentlich, aber immer privat und in vornehmer Gesellschaft, also mit sich selbst, dann auch das eine oder andere Gläschen gegönnt hat. Die Heiterkeit, die er meint, ist natürlich elitäre Heiterkeit. Das ist auch dieser gehobene Standpunkt, dass man über die Dinge des Lebens zu schauen vermag und eigentlich von allem mehr oder weniger ungefährdet ist. Ich denke, wir sollten auch mal den Sound von Schopenhauer selber hören. Es gibt ja dieses schöne Gleichnis von den Stachelschweinen, das ich auch in Ihrem Buch gefunden habe. Da geht es genau um dieses rechte Maß zwischen Annäherung an den anderen und Abstand halten. Schopenhauer schreibt also, eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um durch die gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Also ganz dünnes Eis, auf dem wir gehen. Denn wenn es nur mit Höflichkeit und feiner Sitte funktioniert, das Zusammenleben, das ist doch eine ganz labile Angelegenheit. Das ist eine labile Angelegenheit, zumindest also wenn man das aus schopenhauerscher Sicht so sieht. Es gibt eben, wie gesagt, diese andere Fraktion, die dann also doch das Wärmende der Brüderlichkeit entdeckt, also die großen Wonnen der Liebe, denen Schopenhauer ja auch eher skeptisch gegenübersteht, weil er also die Liebe als Funktion zur Vermehrung eigentlich vorwiegend sieht. Aber es ist tatsächlich dünnes Eis. Meine persönliche Erfahrung ist vielleicht auch, je älter man wird, dann wiederum, dass das schon einen harten Kern an Wahrheit hat. Also viele Dinge möchte man eben im mehr oder weniger engen Kontakt eigentlich gar nicht wissen von anderen Leuten. Man möchte dann auch bis zu einem gewissen Grad in Ruhe gelassen werden. Das ist, mag schädlich sein, ist aber im Grunde dann nicht von der Hand zu weisen. Aber was ich bei Schopenhauer immer wieder finde, in ihrem Buch zieht sich das auch durch, dieses Motiv, den Menschen mit dem Tier zu vergleichen. Und im Grunde in dem Sinne, der Mensch ist ein Tier mit möglicherweise problematischen zusätzlichen Begabungen. Das ist so, das ist aber, denke ich, auch nicht nur unbedingt, muss man nicht unbedingt Schopenhauerianer sein, um das also so zu sehen. Also die Geschichte der Anthropologie hat das ja auch also zumindest nahegelegt, dass wir dem Tierreich, aus welchen Gründen auch immer, entwachsen sind und dann von wem auch immer wiederum mit größer werdendem Gehirn bedacht sahen, dann ein Ich-Bewusstsein entwickelt haben, was die ganze Malaise eigentlich im Grunde nur noch schlimmer gemacht haben. Vorher haben wir nichts davon gewusst, jetzt wissen wir es und können sie sozusagen im Bewusstsein nochmal verdoppeln. Das alles sind zweifelhafte Errungenschaften, die aber nun mal da sind. Und Schopenhauer hat, wenn man so will, den Ursprüngen, also den unseren Ursprüngen im Tierreich eigentlich die Treue bewahrt. Er hat diese Vernunftleistung, die späte
Leistungen sind, die hinzugekommen sind, sehr skeptisch gesehen. Wenn man jetzt spöttisch wäre, würde man sagen, mit Ausnahme seiner eigenen philosophischen Vernunftleistung und der von Kant. Aber vielmehr hat er dann im Grunde eigentlich auch nicht gelten lassen. Ja, die große Gemeinsamkeit zwischen Menschen und Tieren dürfte ja auch sein, dass beide von diesem Willen ferngesteuert sind. Dass Tier eben nur das zweifelhafte Privileg wiederum hat, davon nichts wissend. Oder ja, es ist eigentlich ein Privileg, es bekommt davon nicht so viel mit und muss dann im Grunde sich auch nicht in die Untiefen seines Bewusstseins hinabwagen und das Ganze noch einer zusätzlichen Deutung zuführen. Horst Nitsch aus Wuppertal ist etwas aufgefallen, was ich auch gedacht habe. Er schreibt, war nicht etwa schon Schopenhauer vor Freud, ein Meister der Psychoanalyse, nämlich an einer Wahnsinnswelt, die mit ihrem krankhaften Urwillen in sadomasochistische Selbstzerfleischungen verfiel? Denn das sind doch ähnliche Motive, dass wir von einem Willen gesteuert werden und dass man das Ganze in der Gesellschaft nur dadurch einigermaßen friedlich austarieren kann, indem man bestimmte Sitten und Höflichkeiten entwickelt. Das ist richtig. Also das hätte wahrscheinlich auch Freud selber zugegeben, dass er seine Vorläufer hat. Einer davon ist Schopenhauer gewesen, der andere Carus vielleicht. Dass der Wille im Grunde natürlich das ist, was dann später eben auch als Unbewusstes figuriert. Sehr wichtig insgesamt eigentlich für die Geschichte des Bewusstseins, denn das Unbewusste ist das eigentliche Reservoir der Gedankenleistungen. War für Schopenhauer, fragt Horst Nitsch weiter, der Leidensdruck so stark, dass sogar seine Umwelt darunter zu leiden hatte und man mit all seinen vermeintlichen Gegnern Mitleid haben musste? Wurde er etwa über diesen Umweg erst zu jenem großen Lehrer des Mitleids? Also er hat zum Beispiel, wie Sie es gesagt haben, Hegel in den Boden gestampft und seine anderen Kontrahenten. Ja, die davon aber kurioserweise oder bezeichnenderweise gar nicht mitbekommen haben. Denn Schopenhauer war zu seiner Zeit weitgehend. Also der Ruhm kam durch die Hintertür, hat sich dann kontinuierlich fortgesetzt und gemehrt, war aber lange Zeit eben ein weitgehend unbeachteter Philosoph, der die Kühnheit besessen hat, also ausgehend von seinem immer sehr funktionierenden und stabilen Selbstbewusstsein, also als der große Hegel in Berlin, der auf der Höhe seines Ruhms stand, seine Vorlesungen hielt, hat der Privatdozent Schopenhauer also seine Vorlesungen zur gleichen Zeit abgehalten. In einem anderen wollte er. Aber es kam im Grunde fast niemand. Und er war also dann natürlich noch beleidigter, als er vorher schon war. Und Hegel war für ihn also eben die absolute Reizfigur. Das hat also den Umgang mit ihm sicherlich nicht erleichtert. Also es ist auch nicht überliefert, dass er also im Grunde bis auf einen französischen Jugendfreund, da haben sich die Spuren dann aber auch irgendwann verloren, dass er wirkliche Freunde gehabt hat. Was er später dann also hatte, als der Ruhm also sich verlässlich als Begleiter an seine Seite begab, er hatte Bewunderer und eben diverse Fanclubs, denen er auch bereitwillig dann gelegentlich Besuche gewährte. Ja, aber diese Frage von Horst Nitsch, wie kann aus diesem immensen Leidensdruck, aus dieser Menschenfeindlichkeit, die in Schopenhauer drinsteckt, wie kann dann in den späteren Jahren diese Kurve in Richtung Mitleidsphilosophie, wie kann man sich deren Entstehung vorstellen? Das ist im Grunde einerseits rätselhaft, andererseits ist es, denke ich, auch mehr Psychologie als Philosophie. Denn dieses insgesamt ja sehr scharfkantige Gebäude des Pessimismus, das Schopenhauer errichtet hat, lässt sich für einen selbst nicht so unbeschadet durch die Jahre bringen, dass man nicht selber innere und äußere Verletzungen dabei sich zuziehen kann. Und Schopenhauer ist mit der Zeit vielleicht dann auch wiederum, das wäre jetzt eine Überlegung wert, wenn man das sagen würde, als der Ruhm dann einsetzte, den er immer eigentlich herbeigeschrieben und herbeigewünscht hat, als der sich dann einstellte und auch blieb, ist er natürlich auch versöhnlicher geworden. Das hat vielleicht also diese Mitleidsgedanken dann noch zusätzlich ein wenig zu mehr Tempo veranlasst.
Andererseits, glaube ich, ist es insgesamt einfach nicht möglich, also ein nur negatives Gedankengebäude zu errichten, wenn man sich nicht selbst den einen oder anderen Fluchtweg gestattet. Und es ist, glaube ich, also dann, ohne jetzt Schopenhaueraner wieder sein zu müssen, tatsächlich die Tugend, die uns in feindlicher Umgebung und in mitleidloser Gesellschaft dann tatsächlich, also dieser Desiderat bleibt. Also wir haben ja angefangen mit der Diagnose, dass wir vom Willen gesteuert sind, dass die Vernunft im Dienste des Willens steht und dass wir also in einer Tretmühle laufen. Gibt es also trotzdem, ist das Mitleid eine erste Spur dafür, dass man aus diesen Mechanismen rauskommen kann? Das Mitleid ist im Grunde die größte aller Eigenschaften, zu der man sich aufschwingen kann. Das und trägt im Grunde alles andere mit. Also eine Vorstufe, eine Einübung dahin sind die schönen Künste. Also Schopenhauer gestattet sicher und dann eben seiner Philosophie auch und seinen Anhängern dann doch kleine vorsichtige Austrittsmöglichkeiten. Das ist im Grunde ähnlich, also was Sie am Anfang gesagt haben, seine Vorliebe für den Buddhismus, wenn er denn eine Religion gelten lässt, dann ist es eben diese, dass man das macht, was eben auch die Meditationen machen, dass man also in sich geht, also der Stimme des Bewusstseins, die immer ruhiger wird, dann nicht mehr die Aufmerksamkeit schenkt, das ist die Vorstufe. Und dann den Dingen Raum und Gehör schenkt, die dieser Stille und Bedächtigkeit am nächsten sind. Das sind die schönen Künste, die Schopenhauer dann wiederum abgestuft hat. Also am wenigsten taugen nach seiner Meinung eben die normalen bildenden Künste. Dann kommt die Dichtkunst, da war er relativ eng gesteckt in seinen Vorlieben. Und über allem, weit über allem ist eben die Musik, die auf versöhnliche Art und Weise eigentlich das undurchschaute Selbstgespräch des Willens umspielt und nachzeichnet. Haben denn, fragt Horst Nitsch, derlei Künste, seien sie auch noch dem Urwillen am nächsten, genügend Kraft oder Macht, sich gegenüber der harten Wirklichkeit durchzusetzen? In Ausschließlichkeit sicherlich nicht. Sie sind aber hochwillkommene Ergänzungen und für manche von uns, die wir dann gelegentlich auch so ein bisschen in Richtung Verzweiflung in bestimmten Situationen gehen, dann auch überlebenswichtig. Also speziell, ich würde auch diese Gewichtung, die Schopenhauer vorgenommen hat, unterstreichen. Also für mich persönlich, obwohl ich selber Schriftsteller bin, ist die Musik eben weit vor allem anderen. Also sie beruhigt mich oder lässt die Sehnsucht dann nochmal neu aufkommen. Also sie hat unendlich viele Möglichkeiten und mag sie dem Willen auch wiederum unterworfen sein. Ich lasse mir dann eben die Illusion nicht nehmen, dass auch die Stimme des Bewusstseins und der Poesie damit verbunden bleibt. Na, dann wissen wir ja, was heute Abend noch zu tun ist. Schopenhauer oder die Erfindung der Altersweisheit heißt das Buch von Otto A. Böhmer, erschienen als Taschenbuch in der Beck'schen Reihe. Ich danke Ihnen sehr für diesen Abend. Tier eben nur das zweifelhafte Privileg wiederum hat, davon nichts wissend. Oder ja, es ist eigentlich ein Privileg. Es bekommt davon nicht so viel mit und muss dann im Grunde sich auch nicht in die Untiefen seines Bewusstseins hinabwagen und das Ganze noch einer zusätzlichen Deutung zuführen. Horst Nitsch aus Wuppertal ist etwas aufgefallen, was ich auch gedacht habe. Er schreibt, war nicht etwa schon Schopenhauer vor Freud, ein Meister der Psychoanalyse, nämlich an einer Wahnsinnswelt, die mit ihrem krankhaften Urwillen in sadomasochistische Selbstzerfleischungen verfiel? Denn das sind doch ähnliche Motive, dass wir von einem Willen gesteuert werden und dass man das Ganze in der Gesellschaft nur dadurch einigermaßen friedlich austarieren kann, indem man bestimmte Sitten und Höflichkeiten entwickelt. Das ist richtig. Also das hätte wahrscheinlich auch Freud selber zugegeben, dass er seine Vorläufer hat. Einer davon ist Schopenhauer gewesen, der andere Karus vielleicht. Dass der Wille im Grunde natürlich das ist, was dann später eben auch als Unbewusstes figuriert.
sehr wichtig insgesamt eigentlich für die Geschichte des Bewusstseins, denn das Unbewusste ist das eigentliche Reservoir der Gedankenleistungen. War für Schopenhauer, fragt Horstnitsch weiter, der Leidensdruck so stark, dass sogar seine Umwelt darunter zu leiden hatte und man mit all seinen vermeintlichen Gegnern Mitleid haben musste? Wurde er etwa über diesen Umweg erst zu jenem großen Lehrer des Mitleids? Also er hat zum Beispiel, wie Sie es gesagt haben, Hegel in den Boden gestampft und seine anderen Kontrahenten? Ja, die davon aber kurioserweise oder bezeichnenderweise gar nicht mitbekommen haben, denn Schopenhauer war zu seiner Zeit weitgehend. Also der Ruhm kam durch die Hintertür, hat sich dann kontinuierlich fortgesetzt und gemehrt, war aber lange Zeit eben ein weitgehend unbeachteter Philosoph, der die Kühnheit besessen hat, also ausgehend von seinem immer sehr funktionierenden und stabilen Selbstbewusstsein, also als der große Hegel in Berlin, der auf der Höhe seines Ruhms stand, seine Vorlesungen hielt, hat der Privatdozent Schopenhauer also seine Vorlesungen zur gleichen Zeit abgehalten. In einem anderen wollte er. Aber es kam im Grunde fast niemand. Und er war also dann natürlich noch beleidigter, als er vorher schon war. Und Hegel war für ihn also eben die absolute Reizfigur. Das hat also den Umgang mit ihm sicherlich nicht erleichtert. Also es ist auch nicht überliefert, dass er also im Grunde bis auf einen französischen Jugendfreund, da haben sich die Spuren dann aber auch irgendwann verloren, dass er wirkliche Freunde gehabt hat. Was er später dann, also das Schlüsselerlebnis eben als das für ihn maßgebliche charakterisiert. Er hat aber auch in einer anderen Aufzeichnung dann zugegeben, dass man im Grunde auch eine andere Wahl treffen kann, wenn die psychische Disposition eine ganz andere ist. Bei ihm war sie nun mal nicht so und er hat also viel Wut und Kraft dann auch im späteren Leben darauf gesetzt, dieser optimistischen Fraktion immer den Federhandschuh hinzuwerfen, den die gar nicht bereit war. Die hat er gehasst, ja, bis auf den eigentlich durchweg. Aber die Optimisten haben ihn, wie überhaupt die Philosophieprofessoren, haben ihn ja in lange Zeit gar nicht wahrgenommen. Ja, was hat er denn für das zentrale Missverständnis des Optimismus gehalten? Die ganze Anschauung, wenn man in die Welt schaut, wenn man eben sieht, also mal von diesem Schlüsselerlebnis angefangen, wie Menschen sich quälen, zu welchen Boshaftigkeiten sie fähig sind, wie ein Leben ja relativ schnell abschnurrt, begleitet von einer Reihe trivialer Gedanken, die sich nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Und wenn man dann eben noch nimmt, also dass die Geburt bis hin zum erbärmlichen Tod, wenn wir alle dann dereinst in die Grube fahren, und zwischendrin wird getäuscht und gelogen und gequält. Das kann im Grunde alles Mögliche sein, aber sicherlich keine Rechtfertigung für Optimismus und auch keine Rechtfertigung für große, vom Leben abgehobene Vernunftprogramme. Er hat ja seine Philosophie als ein grundsätzlich neues System aufgefasst. Und das schaffen wir natürlich niemals in einer Stunde, dieses System zu durchdringen. Aber ich glaube, an einem zentralen Begriff kommen wir auf keinen Fall vorbei. Den müssen Sie uns erläutern, damit man ja so einen Angelhaken hat, um Schopenhauer auf die Spur zu kommen. Das ist der Begriff des Willens. Es gibt ja auch dieses wichtigste Buch von ihm, heißt Die Welt als Wille und Vorstellung. Und was ist das, dieser Wille? Der Wille ist die blinde, alles beherrschende Lebenskraft, die in jedem von uns, die im gesamten Tierreich, die überall eigentlich vorhanden ist. Der Wille ist aber auch sehr öffentlichkeitsscheu. Er arbeitet im Verborgenen, er regelt eigentlich auch diese Prozesse, auf die wir sehr stolz sind, die Bewusstseinsprozesse, diese Vernunftleistungen, zu denen wir uns gelegentlich, wenn wir Glück haben, aufschwingen. Die sind im Grunde an der langen Leine des Willens nur möglich. Was will denn dieser Wille? Der Wille will eigentlich im Grunde, wenn man so will, eigentlich nur leben. Und wie gelebt wird, ist ihm eigentlich egal. Der Mensch ist vor allem auch von sich selbst mit einbringen kann. Vielmehr ist es eigentlich nicht. Also aber das als Ende des Kampfes zu beschreiben, so wie Anna Jochen das getan hat, das ist doch sehr schopenhauerisch gedacht.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Formulierung, aber der Kampf geht, finde ich, also es ist meine Meinung, es ist nicht unbedingt Schopenhauers Meinung, aber der Kampf sollte immer weitergehen. Also wenn man irgendwann tatsächlich also diese Fiktion des Altersweisen, die Dinge nur noch an sich vorbeiziehen lassenden Menschen, also mit Leben ausgestaltet, dann ist das Ende, glaube ich, auch nicht mehr so ganz schrecklich weit entfernt. Also man sollte durchaus noch, und sei es nur theoretisch, bereit sein zu kämpfen und sich zu reiben, sei es an Optimisten, Pessimisten, an Leuten, die man schon immer nicht leiden konnte. Schließen wir, was Anna Joro angeht, mit den beiden offenen Fragen am Ende ihrer Mail. Wieso erst im Alter, fragt sie. Und zweitens, ist Weisheit immer positiv? Also Weisheit ist als Begriff zumindest von uns positiv besetzt. Also wenn man sie dann abfragt oder wenn man irgendwie vielleicht mal einen Weisheitstüff machen würde, würde herauskommen, dass das unter Umständen gar nicht, also weder so besonders positiv noch so arg tragfähig ist. Das ist die eine Seite. Die andere Frage, die vorher war. Wieso erst im Alter? Ja, wieso erst im Alter? Das ist das, was eben dieses, was Sie eben als nicht so schönes Wort Altersweisheit bezeichnet haben. Das hat sich durchgehalten. Wir verbinden mit dem Alter eben diesen, ob er nun vorhanden ist oder nicht, diesen späten Zuschuss an Weisheit, den man erreichen kann eben durch den Vorsprung der Jahre, die ja dann aber auch im Grunde Wodurch sieht der gereifte Mann, habe ich mir von Schopenhauer aus ihrem Buch notiert, wodurch sieht der gereifte Mann die Welt anders als der Jüngling? Durch Unbefangenheit. Das hat mich gewundert. Was meint er mit dieser Unbefangenheit, Schopenhauer? Die Unbefangenheit heißt, dass man im Grunde, wenn man das Leben jetzt einem Kreisgang vergleicht, man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man schon mal gewesen ist, dann hat man diesen Weg zurückgelegt, an Erfahrung auf diesem Kreisgang einiges für sich gewonnen, erreicht aber im Zuge dieses Ältergewordenseins einen Punkt, wo das alles also nicht mehr dieses Gewicht hat, was man ihm in der Jugend, in den schwungvollen Jahren noch mitgegeben hat. Und man kann also eine gewisse Illusionsfreiheit sich selber zuschreiben, im Grunde eben diese Unbefangenheit, die man dann hat, wenn es denn gut läuft. Also nicht jeder ist dazu in der Lage. Bei Schopenhauer scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Ich muss sehr vorsichtig sein. Er ist eben auch sehr zu Leidenschaften und Liebeshändeln in der Lage gewesen. So ganz altersweise hat er zumindest nicht durchgehend immer gelebt. Machen wir es so, dass wir hören, was unsere Hörerinnen und Hörer beizutragen haben. Und dann können Sie das ja ergänzen und werden die Vorstellung von Altersweisheit im schopenhauerschen Sinne da vielleicht herausdestillieren. 0800 567 8 3x5, wenn Sie anrufen wollen. Wir fangen mit den Mails an. An philo@wdr.de hat zum Beispiel Jana McLean geschrieben, 26 Jahre, Maschinenbaustudentin aus Hannover, damit wir auch wissen, dass es nicht die Altersweisheit ist, die hier spricht. Sie schreibt, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen unter Altersweisheit Weisheit durch zunehmende Erfahrung verstehen. Dann stellt sich aber die Frage, was genau wir unter Erfahrungen verstehen. Ich denke, dass diese einem nicht einfach zustoßen, sondern dass sie eine aktive Beteiligung des Menschen erfordern. Dazu gehört zunächst die Suche, dann die aufmerksame Beobachtung, sowie der nie endende Vergleich und die stets zu erneuernde Bewertung des Erlebten. Die entscheidende Weichenstellung zwischen der Suche nach wirklichen Erfahrungen oder einem überwiegend passiven Leben scheint sich aber sehr stark beim Übergang von der Jugend zum Erwachsenenalter zu vollziehen. Also genau da, wo Schopenhauer ausgestiegen ist aus der Erfahrung, oder? Ja. Kann etwas, das man vorher nicht ausgesprochen aufmerksam und aus einer offenen, nachdenklichen Grundhaltung heraus wahrgenommen hat, in der Rückschau überhaupt noch zu einer Erfahrung verarbeitet werden? Wird die Frage verneint, so kann wohl jemand, der mit 20 das aktive Erfahren nicht lernt, mit 40 kaum zur Weisheit kommen, schreibt Jana McLean. Das ist sehr, sehr gut formuliert, sehr differenziert gedacht. Ich möchte mal mit dem Ende anfangen. Also ich weigere mich, also
dann zu sagen, dass jemand, der mit 40 immer noch nicht lernfähig ist, nicht vielleicht mit 45 die Möglichkeit hat, vielleicht auch wiederum durch ein spätes Schlüsselerlebnis, auf einmal zu einer Form von Weisheit zu kommen, die man dann eben als Altersweisheit oder ähnliches, vielleicht aber auch nur als einen Schuss an zusätzlichem Selbstbewusstsein im Zusammenhang mit Erfahrung bezeichnen kann, das ist, glaube ich, immer möglich. Von Schopenhauer her muss man sagen, er hat, was ich auch eigentlich einen sehr faszinierenden und einleuchtenden Gedanken finde, obwohl er also von heutigen Wissenschaftlern also vehement eigentlich abgelehnt, unsere Vernunftleistungen mitspielen und der Wille uns nach wie vor abhängig beschäftigt hält. Anna Joro ist 22, studiert ebenfalls Naturwissenschaften und sie schreibt an philo@wdr.de, es ist bestimmt keine Konstante, die Altersweisheit, die ab einem gewissen Alter dazu addiert werden kann. Jedoch haben viele ältere Menschen das Glück, sie zu erfahren. Diese als Weisheit bezeichnete Charakteristik ist, so glaube ich, nur das korrekte Gefühl über das Wissen. Ohne Urteil, ohne Personalisierung, ohne Hoffnung und mit der Erfahrung, dass sich durch das erworbene Wissen nie irgendetwas ändern wird, nur die subjektive Empfindung. Die Weisheit ist demnach der Beginn der natürlichen Bescheidenheit und das Ende des Kampfes um den Erwerb einer wichtigen Position einer selbst in der Welt. Das ist auch wiederum sehr schön gesagt. Weisheit hat tatsächlich dann auch mit einem zumindest vorübergehenden Ruhepunkt in dem eigenen Lebensstrom zu tun. Wann man diesen Ruhepunkt erreicht und bereit ist, eben dann auch die Summe der Erfahrungen zu ziehen, die man bis dahin gemacht hat, das ist, bleibt durchaus offen. Das kann man, wie gesagt, auch in jungen Jahren oder in jüngeren Jahren schon tun. Mhm. Die Altersweisheit, die sich eben so als Begriff dann bis heute wacker durchgehalten hat, hat eigentlich eben, ein schreckliches Wort, wenn man das mal sagen schon, darf. Eigentlich schon, ja. Aber nun haben wir sie mal und jetzt bleiben wir heute, zumindest heute Abend auch dabei. Die Altersweisheit hat dann eben tatsächlich einen kleinen, sehr bescheidenen und Vorteil, für den man sich dann im wahrsten Sinn des Wortes nichts kaufen kann. Es ist zunehmende Erfahrung, die man mit in die Betrachtung von Gott und der Welt und vor allen Dingen auch von sich selbst mit einbringen kann. Vielmehr ist es eigentlich nicht. Also aber das als Ende des Kampfes zu beschreiben, so wie Anna Joro das getan hat, das ist doch sehr schopenhauerisch gedacht. Ja, das ist eigentlich eine schöne Formulierung, aber der Kampf geht, finde ich, also es ist meine Meinung, es ist nicht unbedingt Schopenhauers Meinung, aber der Kampf sollte immer weitergehen. Also wenn man irgendwann tatsächlich also diese Fiktion des Altersweisen, die Dinge nur noch an sich vorbeiziehen lassenden Menschen also mit Leben ausgestaltet, dann ist das Ende, glaube ich, auch nicht mehr so ganz schrecklich weit entfernt. Also man sollte durchaus noch und sei es nur theoretisch bereit sein zu kämpfen und sich zu reiben, sei es an Optimisten, Pessimisten, an Leuten, die man schon immer nicht leiden konnte. Schließen wir, was Anna Joro angeht, mit den beiden offenen Fragen am Ende. Ich im Grunde ja jedes Jahr eigentlich dann so einen Rückblick auf sich selbst schon auch in jungen Jahren gehalten und hat dieses Schlüsselerlebnis eben als das für ihn maßgebliche charakterisiert. Er hat aber auch in einer anderen Aufzeichnung dann zugegeben, dass man im Grunde auch eine andere Wahl treffen kann, wenn die psychische Disposition eine ganz andere ist. Bei ihm war sie nun mal nicht so und er hat also viel Wut und Kraft dann auch im späteren Leben darauf gesetzt, dieser optimistischen Fraktion immer den Federhandschuh hinzuwerfen, den die gar nicht bereit war. Die hat er gehasst, ja, bis auf den eigentlich durchweg. Aber die Optimisten haben ihn, wie überhaupt die Philosophieprofessoren, haben ihn ja in lange Zeit gar nicht wahrgenommen. Ja, was hat er denn für das zentrale Missverständnis des Optimismus gehalten? Die ganze Anschauung, wenn man in die Welt schaut, wenn man eben sieht, also mal von diesem Schlüsselerlebnis angefangen, wie Menschen
sich quälen, zu welchen Boshaftigkeiten sie fähig sind, wie ein Leben ja relativ schnell abschnurrt, begleitet von einer Reihe trivialer Gedanken, die sich nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Und wenn man dann eben noch nimmt, also dass die Geburt bis hin zum erbärmlichen Tod, wenn wir alle dann dereinst in die Grube fahren, und zwischendrin wird getäuscht und gelogen und gequält. Das kann im Grunde alles Mögliche sein, aber sicherlich keine Rechtfertigung für Optimismus und auch keine Rechtfertigung für große, vom Leben abgehobene Vernunftprogramme. Er hat ja seine Philosophie als ein grundsätzlich neues System aufgefasst. Und das schaffen wir natürlich niemals in einer Stunde, dieses System zu durchdringen. Aber ich glaube, an einem zentralen Begriff kommen wir auf keinen Fall vorbei. Den müssen Sie uns erläutern, damit man ja so einen Angelhaken hat, um Schopenhauer auf die Spur zu kommen. Das ist der Begriff des Willens. Es gibt ja auch dieses wichtigste Buch von ihm, heißt Die Welt als Wille und Vorstellung. Und was ist das, dieser Wille? Der Wille ist die blinde, alles beherrschende Lebenskraft, die in jedem von uns, die im gesamten Tierreich, die überall eigentlich vorhanden ist. Der Wille ist aber auch sehr öffentlichkeitsscheu. Er arbeitet im Verborgenen, er regelt eigentlich auch diese Prozesse, auf die wir sehr, sehr stolz sind, die Bewusstseinsprozesse, diese Vernunftleistungen, zu denen wir uns gelegentlich, wenn wir Glück haben, aufschwingen. Die sind im Grunde an der langen Leine des Willens nur möglich. Was will denn dieser Wille? Der Wille will eigentlich im Grunde, wenn man so will. Oder einem überwiegend passiven Leben, scheint sich aber sehr stark beim Übergang von der Jugend zum Erwachsenenalter zu vollziehen. Also genau da, wo Schopenhauer ausgestiegen ist aus der Erfahrung, oder? Ja. Kann etwas, dass man vorher nicht ausgesprochen aufmerksam und aus einer offenen, nachdenklichen Grundhaltung heraus wahrgenommen hat, in der Rückschau überhaupt noch zu einer Erfahrung verarbeitet werden? Wird die Frage verneint, so kann wohl jemand, der mit 20 das aktive Erfahren nicht lernt, mit 40 kaum zur Weisheit kommen, schreibt Jana MacLean. Das ist sehr, sehr gut formuliert, sehr differenziert gedacht. Ich möchte mal mit dem Ende anfangen. Also ich weigere mich also dann zu sagen, dass jemand, der mit 40 immer noch nicht lernfähig ist, nicht vielleicht mit 45 die Möglichkeit hat, vielleicht auch wiederum durch ein spätes Schlüsselerlebnis, auf einmal zu einer Form von Weisheit zu kommen, die man dann eben als Altersweisheit oder ähnliches, vielleicht aber auch nur als einen Schuss an zusätzlichem Selbstbewusstsein im Zusammenhang mit Erfahrung bezeichnen kann, das ist, glaube ich, immer möglich. Von Schopenhauer her muss man sagen, er hat, was ich auch eigentlich einen sehr faszinierenden und einleuchtenden Gedanken finde, obwohl er also von heutigen Wissenschaftlern also vehement eigentlich abgelehnt wird, er hat diesen nahezu unverwechselbaren Kern in uns. Also, dass wir also nicht nur Charakterköpfe oder Charakterschweine sind, sondern dass wir einen unzerstörbaren Kern in uns haben, der sich durch die Zeiten nicht ändert. Um diesen Kern herum können sehr wohl und sollten, bitteschön, auch Erfahrungs- und Lernprozesse stattfinden. Aber das ist eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Menschenverbesserungsprogrammen. Das ist eine grundsätzliche Skepsis und widerspricht eben auch also neueren neurophysiologischen Forschungen, die uns also so als eine Art Durchlauferhitzer bezeichnen und auch das Ich als Chimäre eigentlich ansehen. Schopenhauer ist eben der Meinung und wurde dann auch zeitweilig heftig, weil man ihm das bestritten hat, dass der Kern des Menschen unverrückbar ist. Und er hat eben diese Beispiele dafür gefunden, dass wir die Leute wiedererkennen. Also selbst wenn sie äußerlich auf das Fürchterlichste geschrumpft sein mögen, und dann ist irgendetwas eine Stimmnuance. Der Blick, mit dem hat es Schopenhauer besonders gehabt, in dem Blick erkennen wir den jungen Mann wieder, den wir eben eine Ewigkeit nicht gesehen haben. Und dahinter wohnt dann auch, wenn man gewillt ist, daran zu glauben, auch so. Wiederfindet in Ihrem Buch, zieht sich das auch durch.
dieses Motiv, den Menschen mit dem Tier zu vergleichen. Und im Grunde in dem Sinne, der Mensch ist ein Tier mit möglicherweise problematischen zusätzlichen Begabungen. Das ist so, das ist aber, denke ich, auch nicht nur unbedingt, muss man nicht unbedingt Schopenhauerianer sein, um das also so zu sehen. Also die Geschichte der Anthropologie hat das ja auch also zumindest nahegelegt, dass wir dem Tierreich, aus welchen Gründen auch immer, entwachsen sind und dann von wem auch immer wiederum mit größer werdendem Gehirn bedacht sahen, dann ein Ich-Bewusstsein entwickelt haben, was die ganze Malaise eigentlich im Grunde nur noch schlimmer gemacht haben. Vorher haben wir nichts davon gewusst, jetzt wissen wir es und können sie sozusagen im Bewusstsein nochmal verdoppeln. Das alles sind zweifelhafte Errungenschaften, die aber nun mal da sind. Und Schopenhauer hat, wenn man so will, den Ursprüngen, also den unseren Ursprüngen im Tierreich eigentlich die Treue bewahrt. Er hat diese Vernunftleistung, die späte Leistungen sind, die hinzugekommen sind, sehr skeptisch gesehen. Wenn man jetzt spöttisch wäre, würde man sagen, mit Ausnahme seiner eigenen philosophischen Vernunftleistung und der von Kant. Aber vielmehr hat er dann im Grunde eigentlich auch nicht gelten lassen. Ja, die große Gemeinsamkeit zwischen Menschen und Tieren dürfte ja auch sein, dass beide von diesem Willen ferngesteuert sind. Das Tier eben nur die das zweifelhafte Privileg wiederum hat, davon nichts wissend. Oder ja, es ist eigentlich ein Privileg, es bekommt davon nicht so viel mit und muss dann im Grunde sich auch nicht in die Untiefen seines Bewusstseins hinabwagen und das Ganze noch einer zusätzlichen Deutung zuführen. Horst Nitsch aus Wuppertal ist etwas aufgefallen, was ich auch gedacht habe. Er schreibt, war nicht etwa schon Schopenhauer vor Freud? Ein Meister der Psychoanalyse, nämlich an einer Wahnsinnswelt, die mit ihrem krankhaften Urwillen in sadomasochistische Selbstzerfleischungen verfiel? Denn das sind doch ähnliche Motive, dass wir von einem Willen gesteuert werden und dass man das Ganze in der Gesellschaft nur dadurch einigermaßen friedlich austarieren kann, indem man bestimmte Sitten und Höflichkeiten entwickelt. Das ist richtig. Also das hätte wahrscheinlich auch Freud selber zugegeben, dass er seine Vorläufer hat. Einer davon ist Schopenhauer gewesen, der andere Karus vielleicht. Dass der Wille im Grunde natürlich das ist, was dann später eben auch als Unbewusstes figuriert. Sehr wichtig insgesamt eigentlich für die Geschichte des Bewusstseins. Denn das Unbewusste hat und eben das dann auch daraus für sich saugt, was wir selber auch heute noch daraus gewinnen können, eben Gelassenheit und Heiterkeit. Wenn wir froh und dankbar sind über diese mehr oder weniger gelungenen Momente, die uns noch vielleicht beschieden sind, dann kann es eigentlich, wenn man die entsprechende Weltsicht hat, kaum etwas Zufriedenstellenderes geben als das Auskosten dieser Momente. Ja, aber das kann man ja auf sehr verschiedene Art tun. Das kann man. Ich würde denken, bei vielen stellt sich das Bild ein, wenn es um Heiterkeit geht, dass viele am Tisch sitzen, dass sie fröhlich miteinander sind, dass sie lachen, dass man sich gut versteht und austauscht. Also eher der gesellige Pfad. Und da muss man doch sagen, das war jetzt nicht unbedingt Schopenhauers Ding, dass er gesagt hat, im Kuhstall, wo es so schön warm ist, da ist der Mensch am besten aufgehoben. Nein, das ist richtig. Also das hat ihn eigentlich mit Grausen erfüllt. Also auch diese Massenansammlung oder ganz schlimm waren, also tabakrauchende und kartenspielende Leute, die dann also laut wurden, wenn die entsprechenden Getränke eben auch ungehemmt zugeführt wurden. Das war nicht sein Ding, obwohl er sich selber ganz gerne eigentlich, aber immer privat und in vornehmer Gesellschaft, also mit sich selbst, dann auch das eine oder andere Gläschen gegönnt hat. Die Heiterkeit, die er meint, ist natürlich elitäre Heiterkeit. Das ist auch dieser gehobene Standpunkt, dass man über die Dinge des Lebens zu schauen vermag und eigentlich von allem mehr oder weniger ungefährdet ist. Ich denke, wir sollten auch mal den Sound von Schopenhauer selber hören. Es gibt ja dieses schöne Gleichnis von den Stachelschweinen, das ich auch in Ihrem Buch gefunden habe. Da geht es genau um dieses rechte Maß zwischen Annäherung an den anderen und Abstand halten. Schopenhauer schreibt also, eine Gesellschaft Stachelschweine,
drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um durch die gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die höflich zu mehr Tempo veranlasst. Andererseits, glaube ich, ist es insgesamt einfach nicht möglich, also ein nur negatives Gedankengebäude zu errichten, wenn man sich nicht selbst den einen oder anderen Fluchtweg gestattet. Und es ist, glaube ich, also dann, ohne jetzt Schopenhaueraner wieder sein zu müssen, tatsächlich die Tugend, die uns in feindlicher Umgebung und in mitleidloser Gesellschaft dann tatsächlich, also dieser Desiderat bleibt. Also wir haben ja angefangen mit der Diagnose, dass wir vom Willen gesteuert sind, dass die Vernunft im Dienste des Willens steht und dass wir also in einer Tretmühle laufen. Gibt es also trotzdem, ist das Mitleid eine erste Spur dafür, dass man aus diesen Mechanismen rauskommen kann? Das Mitleid ist im Grunde die größte aller Eigenschaften, zu der man sich aufschwingen kann. Das und trägt im Grunde alles andere mit. Also eine Vorstufe, eine Einübung dahin sind die schönen Künste. Also Schopenhauer gestattet sicher und dann eben seiner Philosophie auch und seinen Anhängern dann doch kleine vorsichtige Austrittsmöglichkeiten. Das ist im Grunde ähnlich, also was Sie am Anfang gesagt haben, seine Vorliebe für den Buddhismus, wenn er denn eine Religion gelten lässt, dann ist es eben diese, dass man das macht, was eben auch die Meditationen machen, dass man also in sich geht, also der Stimme des Bewusstseins, die immer ruhiger wird, dann nicht mehr die Aufmerksamkeit schenkt, das ist die Vorstufe. Und dann den Dingen Raum und Gehör schenkt, die dieser Stille und Bedächtigkeit am nächsten sind. Das sind die schönen Künste, die Schopenhauer dann wiederum abgestuft hat. Also am wenigsten taugen nach seiner Meinung eben die normalen bildenden Künste. Dann kommt die Dichtkunst, da war er relativ eng gesteckt in seinen Vorlieben. Und über allem, weit über allem ist eben die Musik, die auf versöhnliche Art und Weise eigentlich das undurchschaute Selbstgespräch des Willens umspielt und nachzeichnet. Haben denn, fragt Horst Nitsch, derlei Künste, seien sie auch noch dem Urwillen am nächsten, genügend Kraft oder Macht, sich gegenüber der harten Wirklichkeit durchzusetzen? In Ausschließlichkeit sicherlich nicht. Sie sind aber hochwillkommene Ergänzungen und für manche von uns, die wir dann gelegentlich auch so ein bisschen in Richtung Verzweiflung in bestimmten Situationen gehen, dann auch überlebenswichtig. Also speziell, ich würde auch diese Gewichtung, die Schopenhauer vorgenommen hat, unterstreichen, also für mich persönlich, wo ich gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Also ganz dünnes Eis, auf dem wir gehen, denn wenn es nur mit Höflichkeit und feiner Sitte funktioniert, das Zusammenleben, das ist doch eine ganz
labile Angelegenheit. Das ist eine labile Angelegenheit, zumindest also wenn man das aus schopenhauerischer Sicht so sieht. Es gibt eben, wie gesagt, diese andere Fraktion, die dann also doch das Wärmende der Brüderlichkeit entdeckt, also die großen Wonnen der Liebe, denen Schopenhauer ja auch eher skeptisch gegenübersteht, weil er also die Liebe als Funktion zur Vermehrung eigentlich vorwiegend sieht. Aber es ist tatsächlich dünnes Eis. Meine persönliche Erfahrung ist vielleicht auch, je älter man wird, dann wiederum, dass das schon einen harten Kern an Wahrheit hat. Also viele Dinge möchte man eben im mehr oder weniger engen Kontakt eigentlich gar nicht wissen von anderen Leuten. Man möchte dann auch bis zu einem gewissen Grad in Ruhe gelassen werden. Das ist, mag schädlich sein, ist aber im Grunde dann nicht von der Hand zu weisen. Aber was ich bei Schopenhauer immer wieder finde, in ihrem Buch zieht sich das auch durch, dieses Motiv, den Menschen mit dem Tier zu vergleichen. Und im Grunde in dem Sinne, der Mensch ist ein Tier mit möglicherweise problematischen zusätzlichen Begabungen. Das ist so, das ist aber, denke ich, auch nicht nur unbedingt, muss man nicht unbedingt Schopenhauerianer sein, um das also so zu sehen. Also die Geschichte der Anthropologie hat das ja auch also zumindest nahegelegt, dass wir dem Tierreich, aus welchen Gründen auch immer, entwachsen sind und dann von wem auch immer wiederum mit größer werdendem Gehirn bedacht sahen, dann ein Ich-Bewusstsein entwickelt haben, was die ganze Malaise eigentlich im Grunde nur noch schlimmer gemacht haben. Vorher haben wir nichts davon gewusst, jetzt wissen wir es und können sie sozusagen im Bewusstsein nochmal verdoppeln. Das alles sind zwei